Irland Projekt 2024. Unterschiedliche Orte wurden untersucht. Convent of Mercy, das Athenaeum Theatre und Charleville Castle. Is this your door? Okay. Da raus, ich schicke es mir nicht gut. Von da immer links, ja? Okay. New experience in impressive locations. Impressive locations. Impressive locations. Wieder führte uns der Weg nach Irland, wo wir neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln durften. Jeder von uns war schon gespannt und nervös zugleich. Bevor es zur ersten Untersuchung in den Süden Irlands ging, besuchten wir vorab schon traditionell Rock of Dunmace. Die kleine irische Hafenstadt Cobh liegt unmittelbar an Irlands Südküste. Das knapp 15.000 Seelenörtchen zeigt im Hafen unter anderem die Stelle, an der die Titanic vor ihrer tragischen Kollision mit dem Eisberg zum letzten Mal anlegte, um Passagiere aufzunehmen. Und hier ist die vorgelagerte Insel Spike Island, welche zeitweise als größtes Gefängnis mit über 2.300 Insassen galt. Das Alcatraz from Ireland. Wieder führt uns mal der Weg hier nach Irland, wo wir in einer Woche drei Untersuchungen durchführen werden. Und der erste Weg führt uns hier nach Cobh in den Süden Irlands. Wir werden heute das Objekt Convent of Mercy untersuchen, das im Jahr 1860 erbaut wurde. Mit dem hier ansässigen Ghost Hunter Team Cork Supernatural Society werden wir heute dieses geschichtsträchtige Gebäude untersuchen. Am 23. Mai 1850 trafen hier drei Mercy-Schwestern aus Cork ein, um eine weiterführende Schule zu errichten. Sie sollten auch die Kranken und Armen von Cobh besuchen und ein Zuhause der Barmherzigkeit für junge Frauen bieten. Näheres zur Geschichte von Convent of Mercy wird uns nun Matthew erzählen. Tja, ursprünglich handelt es sich hier um ein Kloster aus dem Jahr 1860 und die Schwestern der Barmherzigkeit kauften zunächst ein ursprüngliches Haus in diesem Mittelblock. Und das geht auf das Jahr 1710 zurück und es war bis 2009 ein Kloster. Danach stand das Gebäude leer. Viele Leute dachten die Geschichte, aber es wurde dann zur Schule für verwaiste Kinder und darüber, ja, da gibt es keine so schönen Erzählungen. Es wurde hier wohl Missbrauch vorgeworfen. Dennoch gibt es hier durchaus auch schöne Erinnerungen, so ist es nicht. Es sind also gemischte Gefühle hier vorhanden.
So it's kind of a place of mixed emotion in Cove. Okay. But yeah, fascinating history. Fascinating. Yeah. Ja, es war eigentlich immer schon ein Ort, wo wir einen Bezug zur Geschichte hatten und ein Glücksfall war es eigentlich, als uns der Besitzer kontaktierte. Er hat wohl seine Erfahrungen gemacht und ein Medium erzählte, dass sie ein erhängtes Kind im Erdgeschoss gesehen hat. Aber Leute machten hier auch ihre Erfahrungen, indem sie berührt wurden oder Stimmen hörten. Und es gibt wohl einen Raum im obersten Stockwerk, wo sich Leute weigern, allein hineinzugehen. Wir wurden eingeladen, hierher zu kommen. Und ja, jetzt sind es schon fast 2 Jahre, wo wir fast jede Woche hier sind. Hier ist einer der Orte, wo man annimmt, dass hier paranormale Dinge passieren. Und ja, es scheint so, dass die Aktivität nach jeder Untersuchung zunimmt. Wir haben also schon unglaubliche Fotos oder EVPs aufzeichnen können und sogar eine Tür ist schon zugeschlagen. Hier ist alles noch normal und beim letzten Foto ist hier diese Figur da drüben hier in der Ecke zu sehen. Wir haben festgestellt, ja, dass wohl eher Frauen interagieren und es sich hier ja quasi um ein Frauengebäude handelt und es normalerweise auch eher die Frauen sind, die hier Antworten bekommen. Für uns gibt es im oberen Stockwerk einen Raum, welcher früher ja ein Aufenthaltsraum für die Schwestern war. Dort wurden uns bislang die meisten Geschichten von Bauarbeitern erzählt. Auch der Besitzer hat hier wohl seine Erfahrung gemacht mit Stimmen und so weiter. Doch wir haben nicht unbedingt das Gefühl, dass gerade dieser Raum aktiv sein soll. Für uns ist es definitiv die Kapelle im Waisenhaus, welches genau darüber liegt. Wir haben viele EVPs im ehemaligen Klassenzimmer gemacht. Ein junges Mädchen, das sagt, ich bin da. Und es gibt einen Raum, den wir Raum 13 nennen. Auf diesen Raum sind wir erst in den vergangenen Monaten gestoßen und wir glauben, dass irgendjemand oder irgendetwas dort ist. We've only kind of come across it the last few months where we've focused in on it. Mm-hmm. Well, pretty much every trip in the last few months we've been getting at least something in that room. So I would say they're the main areas of the interest. Were you a student or a teacher? In the orphanage they have boys as well. Und das war Privatraum. Genau, das war sein Privatraum und er ist hier durchgegangen und hier hat man schon Türen schlagen können. The bishop. Or someone that doesn't want us here. Where'd that come from? That was his old hair. There's no. Alright, come on, go, go, run! Run! Zur Erklärung: Hier wurde vorab schon eine zuschlagende Tür gehört. One walk in this way. Matt, you walk. Just have a quick look that way. Hello? And you know what's funny? This is leading into the school and the food area that I told you.
So kids, as young as 5 or 6, so you can see the gecko. Yeah. Und man dachte hier, man hätte eine schwarze Gestalt hier rauskommen sehen. Aber das weiß ich nicht, ob das gesehen wurde, da das Licht einen auch täuschen kann. Aber man war sich trotzdem sicher, es war keine Täuschung und jeder andere wäre wohl ausgeflippt. So haben wir diesen Raum in den letzten Monaten auch im Fokus. Und ja, zur Erinnerung, hier waren auch Nonnen und Lehrer untergebracht. Bereits während des technischen Aufbaus zeichnete DVR Cam 4 in der Kapelle eine Sequenz auf, die für Gesprächsstoff sorgte. Im Fenster auf der Empore sieht man Anja und Frank vorbeilaufen, welche auch einen Schatten werfen, jedoch der letzte Schatten ist viel kleiner und kann niemand zugeordnet werden. Ist das vielleicht ein Kind, was die beiden begleitet hat? Die Untersuchung startete in der Kapelle, wo zunächst ein Triggern durchgeführt werden sollte. Hier wurden verschiedenste Gebete in verschiedenen Versionen dargebracht. In Gälisch, Irisch, Englisch und schließlich Deutsch will man Reaktionen hervorrufen. Okay. Im Namen des Vaters, des Freien und des Menschen. Neher Wahrde, Wiener Pakenisch, des Ruhrmors, Amen. Gondeher, des Vaters, des Freien und des Menschen. Mar virtus, mar tonish, agus mar vascubra, le sol, amen. In amen an ahar, agus a vic, agus a spirit, ne le me. Ar an ahar, tar an ab, gane for dana, gadaka du re, gane to water and talas. In amen an ahar, agus a vic, agus a spirit, ne le me. In the beginning, God created heaven and earth, and the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God. God said, be light made, and light was made. And God saw the light that was good, and he divided the light from the darkness, and he called the light day, and the darkness night. And there was evening and morning one day, and God said, let's be firmament made amongst the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made a firmament, and it was so. Heaven and evening and morning for the second day. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Wenn irgendjemand anwesend ist, würden wir uns freuen, wenn ihr euch zu uns gesellt. Vielleicht gemeinsam mit uns betet, so wie ihr es zu Lebzeiten getan habt. Würdet ihr uns ein Zeichen geben? Ein Klopfen? Schritte? Jemanden zu berühren? Keine Taktuswahl. Kommen Sie doch bitte zu uns rein, wenn Sie mehrere sind. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und Sie können sie leider nicht sehen. Das heißt, Sie müssen uns ein bisschen helfen, dass wir wissen, dass jemand da ist. The little boy you used to hear, can you make a noise for us, please? You don't need to be afraid. Is that right, Peps? Feel you in front of the door? Can you see the device on the floor? Wasn't Chris? Hello, are you there? Show yourself. That was you. Can you make that noise again, please? Wasn't Chris? Wasn't Chris? Auch Frank und Micha hörten in dieser Situation Schritte, die sich nicht genau zuordnen ließen. Nun haben wir uns aufgeteilt und Chris verblieb allein in der Kapelle. Das Ghost Hunt Explorer Team ging mit Frank in das von uns betitelte Crazy Nun, das verrückte Nonnenzimmer, welches sich in den oberen Etagen befand. Zur Erklärung, hier wohnte eine Nonne, die verrückt wurde und Kreide gegessen hatte, die sie selbst als Schokolade sah. Deshalb liegt auch Kreide auf der Kommode. Die Nonne wurde in eine Anstalt eingewiesen, wo sie schließlich verstarb.
Die GHTB ging in den Waisenhausbereich, Raum 13, wo von gesichteten Schatten berichtet wurde. Waisenhauses, Raum 13, nur die GHTB. Schellenzänger sind Gang, kurz bevor es vor der Tür bewegen ist, eine Tour. Und ich würde jetzt tatsächlich noch die MacLight einstellen. Eine Stockwerk tiefer. Ich ergehe den Gang raus. Nee, geht nicht den Gang raus, sehe ich nicht gut. Ich versuche es nur mal im Gang. Warte mal. Jetzt gerade nicht der Stier geknackt. Am Tisch? Mhm. Am Stuhl. Sitzt du im Stuhl? Selina. Das ist ein Schaukelstuhl. Kannst du ihn vielleicht einmal bewegen? Also ich finde hier schon was sehr energieraumendes. Ich finde hier schon etwas Angenehmes. Ah. Ja, das ist hier draußen noch nicht angenehm. Can you understand us when we talk German or you understand us when we talk English? Can you say it? You can understand us when we talk German, then knock on the wall. So. Bleib mal so stehen, Michael. Is anybody here on the floor? Wir haben ein Gerät auf dem Boden, was deine Stimme aufzeichnen kann. Also du kannst jederzeit mit uns reden. Wir hören es zwar im Moment nicht, aber wir können das aufzeichnen. Dann stehen auf dem Boden noch Dinge, die man anfassen kann. Dann kommen da lustige Töne und Lichter. Und hier auf dem Kamin liegt eine Lampe. Wenn du an der ein bisschen drehst, kann man die auch anmachen. Und da könnten wir auch ein Gespräch drüber führen. You don't have to be afraid. We don't mean you any harm. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben, wir tun dir wirklich nichts. Schritte. Aber auch ein Geräusch von draußen. Ich habe das Gefühl,
Vögel werden total gut achtet. Der Flux wurde nun im Gang positioniert und auch die Spiritbox sollte in Einsatz kommen. Hierbei taucht in der Analyse eine Stimme im Hintergrund auf, die nicht zugeordnet werden konnte. Könnte Anja mal nochmal ihre Taschenlampe so drüber wandern lassen? Bitte? Taschenlampe bitte nochmal an, wenn es das und drüber vor zur Spieluhr. Raus im Flur, ein bisschen. Zur Tür rüber. Einfach mal ein bisschen spielen, nicht das. Ja, ich habe das so gemacht, ne? So habe ich gemacht. Okay. Ja. Okay, dann mal. Ne, ich habe mir gedacht, vielleicht, dass das jetzt ausgelöst hat, weißt du schon. Ich gehe jetzt mal zum Kai rüber. Magst du die Spieluhr? Gefällt dir, das ist schön. Magst du die Musik? Moment nochmal, ich gehe bloß nochmal zurück, um das auszuschließen. Ja. Okay. Da war aber gerade noch was anderes, ne? Ein dunkleres Puschen. Jetzt aber habe ich schon wieder, ne? Das hat sich nicht Also so hundertprozentig überzeugt bin ich nee. Nicht. Mach mal die Taschenlampe aus. So, wenn du das warst, könntest du das bitte nochmal machen? Und zwar jetzt. Bitte. Wir können auch ein Spiel ausmachen. Ich zähle drei rückwärts und bei eins machst du das. Im gleichen Zeitraum untersuchte Cork Supernatural Society einen Bereich in der Kapelle. Hi, hallo. Vielen Dank. Vielleicht eine Bestätigung, dass du möchtest, dass ich die Spirit Box benutze? Soll ich das weiße Rauschen anmachen, dass ich deine Stimme hören kann? Wenn ja, lass bitte eins der beiden Geräte jetzt angehen. So, kannst du die Taschenlampe anmachen für mich bitte? Das, was hinter Anja liegt. Dankeschön. Oh, danke. Dankeschön. Danke. Great. Und jetzt vielleicht das Spiel nochmal. Bitte. Thank you so much.
kein Spiel. Mach sie nicht an, wenn es um Spieluhr. Das wäre doch lustig. Auf meinen Fuß. Oder magst du bloß den Daniel? Wenn ja, dann schalt doch die Taschenlampe mal an. Und wenn nein, die Spieluhr. Wow, toll! Dankeschön. Do you like Daniel? If yes, switch on the torch. Okay, I guess yes. Thanks. Du kannst uns jetzt gerne was erzählen. Selina hier auf dem Boden, sie hört dich und sie kann es uns dann mitteilen. Oh. Okay. Come in here. Hello. Deutlich. Hello. What's your name? Are you still standing here on the floor in front of this room? Kannst du das nochmal wiederholen? Du kannst doch mal gerne den Gang entlang laufen. Dann sehen wir das über das Licht. About the device here on the floor. Here, you can see the light. Can you touch? No, weiblich. Was? No. Why not? Why don't you want to go on the floor? Or you could. Where you come? Weiblich? We're from Germany. Where are you from? You're from Ireland? It's the door, weiblich. Is this your door? Okay. Is this your room here? We are into your room. Raus ist irgendwie nicht gut. Von da immer links, ja. Aha. Okay. Jetzt habe ich mich kribbelt im Knick, ey, ohne Leck. Wow. You're a nurse? What? What happens? Oh, you mean, what happens with you? Ich habe da gerade was gehört, hast du das gehört? Weiblich? What was this? Was that you? Can you try it again, please? Was war das für ein Brummel? Stable one vielleicht. Vom Hafen. Are you the crazy nun? The crazy nun here, stay here, live here, pray here. Isn't that you? No, right left. Okay. Weißt du, warum die Nonne in diesem Zimmer verrückt wurde? Irgendwie ein weibliches Schreien? Ja, habe ich jetzt auch gehört. Das habe ich hierhin gehört. Wirst du uns wieder begleiten? Maybe, weiblich? Maybe. Vielleicht, ja, vielleicht. Mhm. Grundsätzlich habe ich eigentlich gehofft, Kontakt mit der, ich sag mal, verrückt gewordene Nonne zu haben, aber wir haben jetzt einen Kontakt eher zu einem Kind gehabt, obwohl ich denke, dass hier noch eine weitere Entität ist, die auch die ganze Zeit hin und her gesprungen ist draußen, weil ich glaube nicht, dass diese Schattenbildung von dem Kind gewesen ist. Das Kind hat immer wieder versucht, hier reinzukommen. Es ist etwas verwirrend gewesen. Also ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Also das meiste sind
Also eigentlich nur weibliche Stimmen. Dann zwischendurch mal so ein bisschen kindlich, eigentlich öfters. Und dann auf einmal kam wie so ein Schrei. Ich dachte mir, fällt gleich die Ohren ab. Also es war ja für alle merkbar, dass im Flur Aktivität von sich ging. Und ich hatte jetzt gerade, also mich hat so ein, ich würde fast sagen, Energieball getroffen, dass ich nicht mal ausreden, also zu Ende reden konnte, weil mir ist das Wort im Hals stecken geblieben, weil die Energie so stark war. Aber das bezieht sich, das hatte ich vorher schon mal, und zwar unten in der Kapelle, und ich bin davon überzeugt, dass es ein kleines Mädchen ist. Hier oben haben wir ja schon am Anfang erzählt bekommen, dass hier eine verrückte Nonne gewesen sein soll, die Kreide gegessen hat, obwohl sie gedacht hat, es sei Schokolade. Deswegen hier so echt schon spooky, hier oben eine Tür, die anscheinend zugeschlagen ist, schon vor vergangener Zeit. Ich fand es jetzt auch im Gang nicht so prickelnd. Also ich habe immer wieder versucht, ich gehe da mal allein rein, hat nicht funktioniert. Ich habe mich da mega unwohl gefühlt, habe auch deswegen den Flux nachher mal rausgestellt oder alle haben gesagt, komm, stell doch mal in den Gang rein. Der hat sogar reagiert. Also das war schon auf Fragestellung, hat der reagiert. Fand ich jetzt ganz interessant. Gefühlstechnisch hast du mich auch mal tierisch gekribbelt. Wer ist da verantwortlich war? Eine Nonne, ein Kind. Also alle sprechen hier von einem Kind. Es war hier echt nicht uninteressant. Ich glaube, die Idee wäre jetzt mal zum Sagen, wir sagen jetzt mal nichts an der Base. Die anderen sollen hier hoch und mal gucken, ob sie die gleichen Eindrücke gleichen. Wie vorab abgesprochen, traf man sich wieder an der Base, wo eine kurze Pause eingelegt wurde. Währenddessen zeichnete die ER-Cam im Crazy Nun-Zimmer folgende Sequenz auf. Nun tauschte man die Räumlichkeiten. Cork Supernatural Society ging nochmal in die Kapelle, die GATB ging mit Frank und Chris in den Crazy Nun Room und das Ghost Hunter Explorer Team untersuchte den Raum 13, um dort Eindrücke zu bekommen. Wir sind jetzt in einer neuen Konstellation hier, haben uns jetzt auch ein bisschen anders aufgeteilt hier im Raum und möchtest du nochmal Kontakt mit uns aufnehmen, so wie gerade? Und vielleicht könntest du uns ja zeigen, was du eben gemacht hast, als wir noch nicht da waren? Is it important for you to speak in English, or can I talk to you in German? Is language important? Yeah.
You can show me about this device here on the floor. Can you see the light in front of me? Möchtest du wieder zu uns ins Zimmer kommen? Oder traust du dich hier auch nicht rein? Das bin ich. Also ich war ja gerade schon bei euch hier, oder bei dir. Ich habe auch wieder gespielt. Ja, hallo. Ist dir dieser Raum angenehm? Nochmal so zur Frage, Daniel, das ist nicht normal, oder? Nein. Also das reagiert bloß auf Bewegung. Das ist ein Infrarotsensor. Kennst du das Lied? Cold Spot on the Mind. Can you make a noise or a knock? Maybe on the door or on the window. You can knock on the wall here. Schau mal, ich hab dir ja gerade gesagt, dass nicht jeder dich sehen und hören kann. Kannst du das nachmachen? Das wäre ganz klasse. Bist du ein Mädchen? Du stehst hier im Raum oder an der Tür, ne? Geflüstert? Ich hab's auch gehört. Da hat jemand geflüstert. Das ist aus. Er hätte jetzt auch von dieser Seite herkommen. Ja. Fürs die Klägerät flüstern, bitte achten. Wie weit geht's der Sensor? Der hat einen relativ schmalen Glaube drauf geachtet, dass man keinen Breite nehmen. Also normalerweise so ist er bei der Tür. Hast du gerade geflüstert? Wenn ja, da vorne im Gang steht ein Gerät und das macht auch sehr schöne Farben und sogar einen Ton. Siehst du dieses Zimmer immer noch so, wie es war? Für uns ist dieses Zimmer fast leer. Irgendwas bewegt sich da draußen. An der Tür ausgesehen. Ah, grüß Gott. Das ist doch. Kommst du jetzt doch zu uns? Komm noch ein bisschen näher. Schön, dass du da bist. Bist du uns so gefolgt? Haben wir uns schon in der Kapelle getroffen? Und oben im Raum der Nonne? Oder bist du jemand anders? Warum stehst denn du im Gang?
Ist es dir nicht möglich, hier reinzukommen? Hast du Angst? Cool wäre es, na klar, wenn es das Gerät und dann Daniel deins auch gleichzeitig losgeht, gell? Ja. Sind Sie die Nonne, die hier in dem Zimmer mal als verrückte Nonne beschrieben wird? Marvin? Bist du überhaupt eine Erwachsene? Oder bist du ein Kind? Vielleicht eine junge Novizin. Okay, können wir ausschließen. In dem Fall zeigt der Sensor leer. Ja. Bist du eine Nonne? Und wenn ja, du musst beten. Du musst beten. Oder säumen. Oder sollen wir für dich beten? Was sagst du? Das habe ich schon verstanden. Schneider. We pray for you. What's your name? How old are you? How old? Yes, how old are you? I'm 25. That's great. Weiblich. And you? Eighteen. Wow. Miracle. Super. Können wir dir helfen? Sollen wir gehen? Do you have a question? Bei der letzten Untersuchungsreihe des Abends wollte man nochmal mit den irischen Ghost Hunter Kollegen agieren. Hier gingen alle Frauen allein in einen Aufenthaltsbereich der Nonnen, welcher unmittelbar der Base gelegen ist. Matthew von Cork Supernatural Society hat empfohlen, die ehemalige Wäscherei aufzusuchen, da sie dort eine phänomenale Aufnahme eines Shadow People machen konnten, welcher wir nicht vorenthalten wollen.
Lassen wir mal kurz leuchten, Kai. Let's go to introduce ourselves. You may recognize some of us, and then some new faces. We hope you will communicate with us. We're not here to hurt you or move you on. My name is Tanya. My name is Chloe. I'm Grace. Ich bin Anja. Ich bin die Simone. Ich bin Sally. Ich bin Pebs. We've been here a few times already, and we've heard a mail come through. We were wondering if you were here again tonight, and would you please step forward? Ist okay für dich, dass hier nur Jungs und Männer jetzt da sind? Can you see us? How can you see us? Can you see us as a light? Was it you? Do you want to talk with Matthew? Kommen Sie doch zu uns. Sie können gerne mit uns kommunizieren. Ich und alle hier sind sehr neugierig. Stellen Sie sich doch mal bitte mit Namen vor. Steps. Dann hörst du die Schritte, oder? Mhm. Bei mir? Ja. Nee, das war da vorne. Gibt es hier Frauen, die gezwungen wurden, in der Wäscherei hier zu arbeiten? Did you work here? Do you prefer to speak to us women rather than the men? Can you touch one of the devices in the hallway? Okay, there's a device outside the hall. If you touch that, it would make a noise. It's not that very bright. Footsteps. Footsteps. Mm-hmm. That's good. On the hall.
Upstairs. Upstairs. There's no house there. The guys are on the laundry. Do you want us to go upstairs too? Mm-hmm. Are you from room 13? There's a device outside the hall. Okay, there's a device outside the hall. Wenn ihr etwas gehört habt, dann war es Chris. Der ist in der Werkstatt. Nee, kann auch nicht Chris dann gewesen sein. Okay, aber wir sind vollzählig. Ist das kleine Mädchen noch da? Are you still there? Also die Location Corinth of Mercy ist einfach ja unbeschreiblich, was anderes. Ich war noch nie in einem Kloster. Ein irres Gebäude. Definitiv müsste man noch mal ein zweites Mal hierher. Es gibt viel zu entdecken, viel zu hören. Alles ist unterschiedlich. Vielversprechendes Gebäude. Auch von der Stimmung, von der Atmosphäre her. Es ist ein gigantisch großes Gebäude. Ich hätte es nie so groß eingeschätzt. Ich vermute, hier steckt wirklich mehr Potenzial drin, als wir vielleicht jetzt auch erfahren haben, kennengelernt haben. Eine unterschiedliche Arbeitsweise kam mir zumindest so vor, dass wir viel detaillierter arbeiten. Diesem irischen Team, glaube ich, aber einfach wichtig ist, dass sie irgendeine Reaktion bekommen und dann ist es gut. Also vollkommen anders, wie wir sind. Mag vielleicht es aber auch einfach sein, dass wir als Deutsche, glaube ich, viel mehr hinterfragen in solchen Sachen. Drücke habe ich. Es ist ein interessantes Gebäude, also auch was erzählt wurde, kann man gar nicht drüber streiten. Die Untersuchung, was man so erlebt hat, einfach top. Tatsächlich gibt es Punkte, die ich energetisch sehr interessant finde, in die man wirklich reinkommt und denkt so, oh, hier könnte man tatsächlich mal Kommunikation versuchen aufzubauen. Und gewisse Räume, die ja einem erzählt wurden, dass es da Geschichten gab, die würde ich auch gerne noch mal näher beleuchten. Eindruck jetzt von dieser Location, klar, wir kannten das Ganze hier noch nicht. Waren viele Eindrücke von dem irischen Team, ist da klar nahegelegt worden, was sie selber schon erlebt haben. Wir haben jetzt auch mit den Iren zusammengearbeitet, was na klar Sinn macht, mal zu sehen, welche Fragen stellen die, Deutsch, Englisch, also das fand ich schon interessant. Allgemein, was so die Eindrücke jetzt von der ganzen Untersuchung sind, ist eigentlich gerade da oben, ich sage immer, dieser Crazy Nun Room war für mich jetzt so der Spooky Room, wo einfach ein paar Sachen einfach stimmig waren. Es war auch interessant, die Arbeitsweise von den Iren zu sehen. Also die arbeiten wirklich ganz anders wie die deutschen Ghost Hunter. Und ja, gucken wir mal, wie es dann
in 2 Tagen mit Michael Benson und Johnny ausschaut.